den Ausweg, den ich nicht fand. Alle wiedergeboren, alle schon Christ und bekehrt, kennen den Weg in die Fülle. In die Fülle des Herrn, wogegen sich sichtbar an ihnen Unüberwindbarkeit manifestiert. Was ist's, was wir suchen? Suchen wir Unterhaltung, künstlich belehrt. Da ist ein Geschehen, darin sind wir hier. Oder doch nur die Spiegelung, die zu nichts führt. Ist ihr Verstehen oder das Problem verdeckt? Kümmerlicher Trost oder das Herz geweckt? Gott ist gegenwärtig, dich will ich anbeten, vor dich treten, vor die Fragwürdigkeit meines Lebens. Schrecklich diese Verborgenheit des Sinnes hinter dem Dasein, verständlich dieser Wahrheit entfliehen zu wollen, mit allen Mitteln halt, doch ehrwürdig mit dem Namen des Sohnes sich selbst zu befreien. Blinder, nackter, bloßer kann man nicht sein, nicht warm, nicht kalt. Nicht warm, nicht kalt. Werden wir verstehen? Bleibt das Problem verdeckt? Gottes Sonne über jeden oder selbst zum Leben erweckt. Gott ist gegenwärtig, dich will ich anbieten, vor dich treten, vor die Fragwürdigkeit meines Lebens. Das sind wir in Christus. Gott auch das Nein zu uns. Die schwere Nachricht, dass es kein Entrinnen gibt. Der Narkose haben wir Erwählung selbst bestellt, obwohl doch er der Schöpfer und Erlöser, der Anfang, Ziel, der Herr der Welt. Wir preisen Christus und geben Barabbas frei. Tanzen wir auf einer Hochzeit und tragen doch das falsche Kleid. Gott ist gegenwärtig, dich will ich anbieten, vor dich treten, vor die Fragwürdigkeit meines Lebens.